Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch das Heaven and Earth Tarot vorstellen von Jack Seifertheros. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wird, also so wie ich das ausspreche. Dann bitte ich um echt Entschuldigung. Der Verlag ist Los Garabeo und ja, das ist letztes Jahr herausgekommen, also noch relativ neu. Und ja, schauen wir uns das mal an. Das Ganze kommt in so einer sehr schönen, stabilen Box mit so einem Schiebdeckel. Und dann haben wir hier erstmal das kleine Büchlein dazu. Und ach so, und die Texte sind von Jamie Elford. Also der Jack hat das Konzept und die Karten gestaltet. Und wie es bei Los Garabeo üblich ist, kommt das mehrsprachig, das Büchlein. Kurioserweise ist aber der englischsprachige Teil fast die Hälfte. Also die anderen Sprachen, die begnügen sich halt beim Bedeutungsteil der einzelnen Karten nur mit Stichworten, wobei im englischen Teil, also es weitaus ausführlicher rüberkommt. Also das Ganze ist mit einer Einleitung, dann die Bedeutung und Interpretation jeder einzelnen Karte und am Ende haben wir hier dann noch ein paar Auslegemethoden und ja, das ist dazu. Dem kleinen Büchlein. Dann kommen wir zu den Karten. Die Karten sind von der Farbgebung sehr, sehr zurückgenommen. Also es brilliert jedenfalls nicht mit Farbigkeit dieses Deck. Und deswegen habe ich auch die Kanten ein bisschen in Anführungszeichen farbig gestaltet, weil das meiste ist doch sehr grau. In Grautönen gehalten und ein bisschen noch mit Rottönen koloriert. Also von daher habe ich diese rote Färbung an den Kanten aufgenommen, falls jemand Interesse hat. Also ich habe dies hier verwendet, das von Distress Ink Aged Mahogany. Das ist so ein nicht rostrot, aber mehr so ein Bordeaux, ein bisschen ins Bläuliche reingehend. Das hier ist die Titelkarte. Kartenstärke ist ein bisschen stabiler als Spielkartenstärke. Es ist leider Hochglanz. Es gibt ja Freunde des Hochglanz, der hochglänzenden Oberflächen von Karten, aber ich bin da nicht so der Freund von. Und die Rückseiten sehen so aus, bisschen vielleicht näher betrachtet. Die Rückseiten sind sehr eigentlich recht hübsch, finde ich. Und ja, das dazu. Und wie gesagt, das einzig in Anführungszeichen Negative, was ich empfunden habe, als ich mit dem Kartendeck ein bisschen angefangen habe zu arbeiten, ist: Ich empfinde es, weil es ja sehr stark mit den Farben, mit der Farbigkeit zurückgenommen ist, wirkt es für mich ein bisschen blutleer. Also es ist sehr grau, grau in grau, also nichts für trübe Tage. Und auch für Menschen, die nicht sehr gut gucken können, ist das, was hier alles in diesem Textfeld steht, eine echte Herausforderung teilweise. Also diese Schreibschrift ist in manchen Fällen fast für mich nicht zu identifizieren. Dann haben wir hier Symbole, hebräische, dann astrologische Planeten und Elementbezeichnungen für die jeweilige Karte. Aber ansonsten, wie gesagt, der Stil ist vielleicht, könnte man sagen, romantisch barock. Also meine ehemalige Kunstlehrerin würde dazu sagen, total barock. Aber schauen wir uns das mal an.
Also wie gesagt, hier haben wir den Narren, dann haben wir hier den Magier. Bisschen, sie erinnert mich so ein bisschen an Jesus, so in der Muckibude. Dann haben wir hier, was auch sehr stark an die Jungfrau Maria erinnert, vom Aussehen her, finde ich, die Hohepriesterin. Und hier finde ich sie auch sehr, sehr barock gehalten, vom Stil her. Aber ist teilweise auch nicht schlecht. Im Hintergrund sind bei vielen Karten auch ganz zurückgenommen. Hier sieht man zum Beispiel ein Dromedar. Ich nehme an, es ist ein, naja, irgendwie von der Familie der Kamele. Also könnte vielleicht auch ein Trampeltier sein. Und nichtsdestotrotz, hier haben wir dann die Herrscherin. Den Herrscher. Wie gesagt, die Farbigkeit ist also, besteht eigentlich nur aus zwei Elementen. Die Grautöne und Rottöne. Dann haben wir hier den Hierophant. Die Liebenden. Das ist so die einzige, einer der wenigen Karten, wo ich sage, ein bisschen mir zu kitschig, zu romantisch. Oder aber wie gesagt, hier ist der Wagen. Wunderschön finde ich die Kraft. Auch wunderschön der Eremit. Also vor allen Dingen so die Lichtwirkung. Nisi hat schon, finde ich, was ein bisschen so im Stil vom Steampunk. Der Rat des Schicksals. Dann klassisch die Gerechtigkeit. Der Gehängte. Sehr dynamisch finde ich den Tod. Die Mäßigkeit, der Teufel, der Turm, Stern, auch klassisch das kleine Kind auf dem weißen Pferd, Sonnenblume, das rote Banner und die aufrechte rote Feder im Haar am Kopf. Also das ist eindeutig basierend auf das Rider-Waite-Smith-Tarot gestaltet und kreiert. Und der Mond, das ist deswegen einer der Karten, weshalb ich es eigentlich gekauft habe. Manchmal liegt es nur an einer Karte, weil, wie gesagt, hier ist ein Windhund und ich habe so einen Windhund, meine Ivy, es ist auch ein Cool Grey, also in Schwarz-Weiß, und wie gesagt, sofort Feuer und Flamme dafür. Dann auch wieder klassisch das Gericht. Dann haben wir hier die Welt. Und dann kommen wir auch schon zu den kleinen Arcana. Und hier steht noch Ass der Stäbe. Aber hier bei den kleinen Arcana steht dann einfach so ein Schlagwort so dazu. Einige mögen es, einige nicht. Mich stört es jetzt nicht direkt. Das ist also, wie gesagt, 1:1 umgesetzt. Dann haben wir hier 4 Stäbe, was für mich persönlich bis sehr düster herüberkommt, und ich interpretiere die Karte nun ganz, ganz anders. Also Perfect Work. Das würde ich eher so zu den Münzen, also zu den Pentakeln zuordnen, aber gut. Da muss man ja nicht drauf eingehen. Dann haben wir hier 5 Stäbe als Pentagramm. Dann auch wieder klassisch 6 Stäbe. 7. Also diese ganzen in kleinen Arcana, die ganzen Figuren, männlichen Figuren vor allen Dingen,
erinnere mich hier sehr an die Folge Game of Thrones. Also das mit diesen Schulterfellen, das Martialische und ja, vielleicht die Inspiration dazu. Dann haben wir hier 10 Stäbe und bei den Hofkarten ist der Page ersetzt durch eine Prinzessin. Hier auch Element Feuer sehr schön dargestellt und hier haben wir auch dann ganz schemenhaft so mythische Figuren oder Tiere. Ritter der Stäbe. Hier wäre zum Beispiel geflügeltes Pferd, das Pegasus. Dann haben wir hier Königin der Stäbe. Auch sehr schön, anstatt einer schwarzen Katze, einen ausgewachsenen schwarzen Jaguar oder Panther. Dann König der Stäbe mit dem Löwen. Dann Ass der Schwerter. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Dann haben wir hier fürs Luftelement Prinzessin der Schwerter. Ich weiß nicht, kann das nicht so erkennen, ob das ein Medusenhaupt ist, da oben. Müsste man mal gucken, ob das in den Büchern, in der Beschreibung so steht. Ritter der Schwerter, die Königin der Schwerter. Mit einem abgeschlagenen Haupt. Und König der Schwerter. Sitzt auf einem Wagen und drumherum Amor, Engelchen, Cupids. Dann Ass der Kelche. Zwei Kelche. Drei. Und vier, fünf, sieben. Auch finde ich sehr schön, auch mit wieder dieser Lichtstimmung. Zehn. Prinzessin mit einem Schwan. Der Pfau hier hinten, vielleicht nicht gut zu erkennen. Für den Ritter der Kelche. Dann haben wir hier Königin der Kelche. Und mit dem Weißkopfseeadler, so wie das aussieht, der auch hier vorne ist, der vor dem Wagen. König der Kelche. Dann haben wir Ass der Pentakel oder Münzen. Zwei. Drei. Vier. Prinzessin der Pentakel, Ritter der Pentakel mit einem geflügelten Hirsch. Und der Steinbock, die sind alle geflügelt. Die Königin der Pentakel und ganz zum Schluss der König der Pentakel mit dem Bullen vorneweg. Ja, das war das.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen.